Ich weiß noch, wie Papa uns irgendwann erzählt hat, dass du gestürzt bist. Wie er gesagt hat, dass das nicht das erste Mal war. Wie er versucht hat, uns zu erklären, dass du Hilfe in deinem Alltag brauchst, dass die Verantwortung für deine kleine Wohnung viel zu groß geworden ist. Ich weiß noch, wie komisch sich die ersten Male angefühlt haben, die wir dich nicht in deiner eigenen Wohnung besucht haben. Ich weiß noch, wie du anfingst, immer wieder die gleiche Frage zu stellen. Wollt ihr etwas trinken? Und am Anfang, da schafften wir es noch, uns einzureden, dass du nur nett sein wolltest. Du konntest es doch nicht schon vergessen haben. Oma, das hast du uns vor 2 Minuten doch schon einmal gefragt. Und irgendwann fingst du an, unseren Bruder anzusehen und zu fragen, wer er ist. Und am Anfang, da schafften wir es noch, darüber zu schmunzeln. Aber Oma, das ist doch dein Enkel. Und dann warst du immer schockiert. So einen hübschen Enkel habe ich? Du konntest kaum noch etwas sehen, aber du hast uns immer gesagt, wie schön wir sind, wie stolz du auf uns bist. Und irgendwann fingst du an, immer häufiger über Schmerzen zu klagen. Setz dich hin, wenn deine Beine wehtun, Oma. Brauchst du noch ein Kissen gegen die Rückenschmerzen? Gegen Kopfschmerzen hilft es mehr zu trinken, Oma. Und ich weiß noch, wie deine Geschichten immer verrückter wurden. Nein, sie haben dein Gebiss nicht geklaut, Oma, das hast du nur wieder in der Schublade verlegt oder so, so. Gestern seid ihr also mal wieder durch die Kneipen gezogen, ganz bestimmt, Oma. Ich weiß noch, wie du immer erzählt hast, wie neidisch die anderen auf dich sind. Sie sprechen mich immer an, hast du erzählt. Frau Kielsch, sie sind schon 93 und können noch so toll laufen. Ich weiß noch, wie es war, als du noch stolz auf dich warst. Und ich weiß noch, wie Papa uns irgendwann erzählt hat, dass du dir die Hüfte gebrochen hast. Wie er sagte, dass das in deinem Alter schwierig ist. Wie er versucht hat, uns zu erklären, dass der Rollstuhl nun dein ständiger Begleiter sein wird. Und ich weiß noch, wie wir dich dann immer besucht haben. Wie wir dir gesagt haben, Oma, wir nehmen dich mit raus. Draußen ist so schönes Wetter. Und du wolltest dann immer aufstehen. Und wir mussten dir erklären, das ist schon in Ordnung. So, bleib einfach sitzen. Wir nehmen dich so mit. Und ich weiß noch, wie wir dich irgendwann nicht mehr mit rausnehmen konnten, weil dir das Drüberfahren über jede noch so kleine Unebenheit wehtat, weil dir alles zu viel wurde. Du hast immer wieder erzählt, wie gerne du doch einfach sterben wollen würdest. Irgendwann, da werde ich diesen Text zu Ende schreiben. Und vielleicht werde ich darüber schreiben, wie es ist, meinen Vater das erste Mal weinen zu sehen. Vielleicht werde ich darüber schreiben, ob es sonnig war, geregnet oder geschneit hat, als wir dir ein letztes Mal Tschüss gesagt haben. Und ganz bestimmt werde ich darüber schreiben, wie traurig ich das finde und wie sehr ich dich vermisse. Und im gleichen Moment werde ich das selber egoistisch finden, weil da, wo du jetzt bist, da muss es dir doch besser gehen. Aber noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, an dem ich diesen Text zu Ende schreibe. Noch, da kann ich dir persönlich sagen, Oma, ich hab dich lieb. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich habe da noch jemandem etwas auszurichten. Dankeschön.